Recht herzlich willkommen zur 50. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind im Orbit. Fliegen hier irgendwo rum, da sind wir. Und dann flyen wir da auch los. Wir haben Auftrag gekriegt, SAS einschalten müssen wir, damit die Kapsel stabil bleibt. SAS ist an. Das hier ist auch an, warum weiß ich nicht, aber das müssen wir gleich auf jeden Fall anmachen, wenn wir ausgestiegen sind, denn das ist auch eine Aufgabe. Mit Potke einen Eva machen. So, ja. Okay, das bedeutet Eva. Eva ist passiert. Müssen gerade mal so ein bisschen gucken, dass wir hier näher rankommen, damit wir mehr sehen. Ich soll L drücken, damit die Helmkamera angeht. Die ist auch schon an. Und dann die Leertaste, dann springt er so einen kleinen Tacken zurück. Und da ist mir gerade die Frage, wo sehe ich jetzt dran, dass meine Rakete von dem funktioniert? Das mache ich mit R an. Aber wir springen jetzt mal und sind jetzt los. App wäre noch Grab. So ein bisschen das Paket anmachen. Oh, okay. Wodke, mach keinen Blödsinn. Fliegt da jetzt nicht weg. Oh. Okay, Wodke. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob ich nicht steuern könnte, so richtig, oder? So. Jetzt müssen wir da mal irgendwo ein Thermometer anklicken, aber kommt mir gerade so vor, als ob das etwas schwierig ist. Aha. Hepa Report. Keep Data. Ich glaube, das war unsere Mission, oder? Nee, dieses nicht. Die lassen wir gerade an. Ah, messen wir Temperatur. Geht nur bei einem Scientist. Das ist doch jetzt nicht toll, oder? Das würde ja bedeuten, dass wir uns gar keine Gedanken mehr über. Ah, was ist jetzt passiert? Podcast hat die Ansicht geändert. Das mit der Ansicht, das Problem kenne ich irgendwo, ja. Das habe ich schon mal gehabt, ne? Tiefer. Gut. Vorwärts. So, wenn das nur ein Scientist machen kann, dann ist das ja richtig schade, ne? So, das geht schon mal. Rechts. Das könnte ich jetzt noch close machen. Aber das will ich jetzt gar nicht. Okay. Ja, dann probieren wir noch die andere Seite auch noch aufzumachen, oder? Oh, jetzt wird das alles ein bisschen zu schnell, glaube ich.
gar keinen Fall dürfen wir hier wegfliegen. Wodka, mach keinen Blödsinn. Da ist der zweite Kanister. Kriegen wir den auch auf hier? Deploy. Ja, kriegen wir auf. Wir sind aber hier 100 viel zu nah dran, da sehe ich gerade, ne? Bin ich, ich bin doch auf 200, ja doch, bin ich gegangen letztes Mal. Okay. Okay, das ist mit dieser schicken Taste hier. Das ist ein arges Problem mit der Steuerung. Tja, Podka. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da irgendwie wieder hinkommen. Und dann ist es ja auch Blödsinn, das alles hier zu machen jetzt gerade, oder? Stehst du da an? Ja. Bord. Gut, wir sind wieder an Bord. Wir müssen erstmal rumfliegen, ne? Das macht viel mehr Sinn, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht. Sind wir 108. 180. Experimente ansehen. Okay, da haben wir das auf jeden Fall schon mal dabei. Buff Kerbins Mountain, okay. Keep Data, alles gut. Können wir einen Statusbericht jetzt machen? Ist das jetzt das, was wir hier brauchen? Nee. Den haben wir aber auf jeden Fall auch. Das ist schon mal wichtig. So, und jetzt müssen wir irgendwie auf die Entfernung noch kommen, ne? Transmit or recover scientific data from space Mount Kerbin. Ja, das machen wir ja gerade, ne? Temperatur messen. Das geht jetzt hier komischerweise. Also wenn ich ausgestiegen bin, kann das nur ein Scientist machen. Okay, dann keepen wir das mal. Toggle Display. 312,58 Grad. Okay. Verdammt warm hier. Ne, wollen wir nicht überschreiben. Ist jetzt auch gut. Analysieren wir den. Okay, da das heißt. Behalten wir mal. Und wir müssen aber immer noch hier weiter. Ein bisschen schneller, dass wir wegkommen, ne? 250 aufwärts war das, ne? Sich. Nochmal. Hallo? So. Ja, und dann sind wir gleich so weit. So, jetzt musst du nochmal raus. Nein, was war das wieder für ein Fehler? Oh oh. Warp hier. Oh nein, nicht da warpen. Shit, das habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass es klappt. Das kann ich noch gar nicht, warp hier. Jetzt macht er das auch die ganze Zeit, ohne dass ich was ändern kann, oder wie sehe ich das? Escape to cancel steht da. Oh, das habe ich noch nie gehabt, ne? Oh
Gut, dann können wir dann trotz alledem wieder weiterfliegen, ne? Add-Manöver will ich gar nicht machen. Ich will eigentlich nur in die Rakete einsteigen. Ach, da bin ich ja drinne. Jetzt muss ich wieder raus. C war's. Obwohl, Warp hier war ja auch eigentlich nicht schlecht in dem Sinne, ne? Na, jetzt machen wir schneller, dass wir da hinkommen. Auf 200, keine Ahnung. 50 Meter, 240.000 natürlich. 20, 30, 40. So, slow down. Jetzt macht Potken Eva. Und alles ist gut. So. 250 will ich aber haben. Auf jeden Fall. So, jetzt machen wir mal den Sprung los. Hatch. Ein Eva Report. High over Kerbin haben wir jetzt. So, das ist erfolgreich, glaube ich, gewesen, ne? Wie viele Punkte gibt es da? Also hier steht nichts, aber ich will hoffen, es gibt mehr. Keep Data. So, das kann nur ein Scientist. Alles klar. Das bedeutet für uns, wir können eigentlich wieder zugreifen, weil wir können es nicht benutzen. Dann gehen wir da auch wieder rein, oder? Und hier geht es nur über diese Schiene jetzt hier. Review Data. Warte mal, den. Hatten wir wohl schon benutzt. SAS wieder an, stabile Dingens. Und ich muss hier die Ansicht drehen, um den zweiten Go zu sehen. Und den machen wir jetzt hier auf. Und dann sind wir nämlich da und haben hier ganz viele Punkte jetzt geholt. Keep Data. So, und dann müssen wir den auch noch einsetzen. So, und da kriegen wir auch ordentlich Punkte jetzt. So, Keep Data. Das haben wir alles gemacht. Ja. Temperatur. Jetzt mache ich hier wieder das Falsche. T ist aber noch an. Ich muss gucken, wo ich das Thermometer finde. Das sollten wir vielleicht auch noch machen. Da ist es. Temperatur messen. Und da gibt es auch nochmal Punkte für. Und Keep Data. So, das waren alles erfolgreiche Dinge, glaube ich, ne? Was ist denn das für ein schickes... Guck mal da, das sieht ja cool aus, oder? Ist das der Mund, ne, oder? Ich will da jetzt aber noch nicht draufklicken, sondern ändert sich nachher meine Ansicht. So, haben wir alles. Ja, wir haben erste Übungen gemacht. WASD mit Potke durch die Gegend geflogen. War sehr interessant. Take Data haben wir, glaube ich, mit allen gemacht. Das Thermometer mit dem Junior und mit den Goes. Mit dem Go sogar auf zwei verschiedenen Ebenen haben wir gemacht. Außerhalb ging nicht, weil ich kein Scientist bin, sondern nur Pilot. Ist also auch klar. Ja, Leiter haben wir gegriffen. Schlussendlich sind wir dann auch eingestiegen. Ich kann jetzt durchwarten und wir haben alles geschafft. Genauso sieht's aus. Gut. Temperatur haben wir gemessen. Hier, das macht mir jetzt noch Sorgen, ne? Das Teil ist noch nicht fertig. Ich weiß nicht warum. Eigentlich müsste ich doch hier nur auf die Kapsel. Statusbericht. Ja, könnte ich überschreiben, aber jetzt habe ich hier die, kann ich mir angucken, kann ich hier durchblättern, das ist alles gut. Das hat gut funktioniert. Ja, da gibt es keine Punkte für, aber weiß ich jetzt auch nicht warum, ist jetzt aber auch nicht schlimm. Gut.
Aber den hier möchte ich gerne noch eigentlich machen und das weiß ich nicht warum. Space around Kerbin. Bin ich zu hoch dafür? Was ist das? Ich weiß es nicht. Review Data haben wir gemacht. Gib Data, alles gut. Ne, den wollte ich nicht. Ich wollte hier nochmal drehen. Batterien sind da, das ist alles da. Da drauf ist. Das ist, kann ich mir die Experiment angucken, ist klar. Bericht ansehen, Statusbericht haben wir gemacht. Control from here ist auch klar. Ich krieg ihn hier nicht hier aktuell gestartet. So, dann könnten wir jetzt nur eins machen und ins Space Center mal gehen. Kurz, ist ja kein Problem. Und gehen dann einmal unten ins Dingens und gucken uns hier den Aktiv an. Incomplete steht da. Ich habe keine Antenne angebaut. Wird der aktiv, wenn ich unten bin? Das ist alles easy, oder? Ja, ist mir jetzt schleierhaft. Transmit or recover scientist data from space around Kerbin. Haben wir gemacht. Das ist mir jetzt nicht so ganz klar, warum das jetzt nicht geht. Fliegen wir. So. Statusbericht. Ich überschreibe ihn einfach mal. Achso, da ist nichts reingekommen. Keep Data. Ja. Around Kerbin. So, die Experimente sind ja hier gelaufen. Das ist ja eigentlich alles gut. Das bedeutet, wir müssten jetzt, wir sind ja auch nicht around Kerbin, da müssten wir ja niedriger wahrscheinlich kommen. Und dann das da noch machen. Aber ich mache das ganz einfach. Ich denke, der Dralo wird uns das nochmal erklären. Ich gehe davon aus, dass ich zu hoch bin dafür, um das zu machen. Around Kerbin müssen wir kommen, also wieder runter. Und das können wir aber auch in der nächsten Folge machen. Wir haben ja jetzt hier noch alle Möglichkeiten offen. Dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.